Wie kommen Sie eigentlich zu Ihrem Namen? Die blutige Rosa. Wenn ich aufrichtig sein darf, ich war fast ein wenig erstaunt über Ihre Geduld. Ich fürchte, man überwechselt Geduld mit Bequemlichkeit. Für die über der Kulturwelt schwebende Kriegsgefahr sind die Klassen verantwortlich, die den Rüstungswahnwitz zu Wasser und zu Lande unter Vorwand der Sicherung des Friedens unterstützen. Jetzt geredet wie am Pfarrerkarl. Aber nicht gegen meine Überzeugung. Ich denke aber, wir sollten jetzt weniger jubeln, sondern mehr Selbstkritik üben. Weil Selbstkritik beflügelt die Menschen nicht. Und im Augenblick brauchen wir Flügel. Gewaltige Schwingen, Rosa. Auf die Revolution. Oh, Jacob. Jetzt haben wir dann nur so viel Zeit. Ach, du bist wirklich die einzige Deutsche, mit der ich so ausgelassen sein kann. Auf deinen Freispruch in Weimar. Auf das Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in misslungener Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in einem Stückchen Garten oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Die meisten sind noch nicht so weit wie ihr. Es geht aber nur in ganz Deutschland oder gar nicht. Wenn wir sie jetzt nicht zurückhalten, das gibt ein sinnloses Blutvergießen, aber keine Revolution. Das Proletariat marschiert, das ist Revolution. Jetzt müsste über das, was vorgeht, ein Buch geschrieben werden, das mit Keulenschlägen auf die ganze Menschheit einschlüge. Komm ich her, um dich zu trösten, und jetzt tröstest du mich. Umarmungen sind verboten. Die Sprechzeit ist beendet. Weißt du, Lulu, ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Irrenhaus, dieser ganze moralische Schlamm, durch den wir jetzt warten, sich von heute auf morgen wie durch einen Zauberstab in etwas ungeheuer Großes verwandeln kann.